Cobra ist eine unglaublich vielseitig einsetzbare Software. Mit der kann man im Prinzip alles machen, was man auch mit einem grafikfähigen Taschenrechner machen kann. Nur besser und schneller. Dazu ist GeoGebra umsonst und läuft auf nahezu allen Betriebssystemen. Also ganz tolles Programm. Aber vielleicht hat gerade wegen der Vielseitigkeit der ein oder andere Sorgen, sich mit dem Programm zu beschäftigen. Dabei ist der Einstieg ganz leicht. Ich zeig's euch. Das Video wird ein bisschen länger und da es vielleicht eine Reihe von euch gibt, die nur zu einem ganz bestimmten Kapitel ein paar Informationen suchen, habe ich unten unter dem Video ein anklickbares Inhaltsverzeichnis eingerichtet. Ihr müsst einfach auf die Zeit des Kapitels klicken, das ihr sehen wollt, und schon springt das Video an die passende Stelle. Ich habe hier GeoGebra Classic 6 installiert und wenn ihr eine ähnliche Version verwendet, dann müsstet ihr nach dem Starten ungefähr diesen Bildschirm sehen. Schauen wir uns zunächst die einzelnen Bildschirmbereiche ein. Hier ist ein Eingabe-Ausgabe-Bereich, der funktioniert wie ein Taschenrechner, damit fange ich gleich an. Hier oben drüber sind Befehle für dynamische Geometrie, denn wie der Name schon sagt, hat GeoGebra vor allen Dingen Werkzeuge zur Algebra und zur Geometrie. Hier rechts ist das Hauptmenü, wo man noch vieles einstellen kann. Klassiker, öffnen, neu, speichern und ähnliches. Unter Einstellungen kann man noch ein paar wesentliche Veränderungen vornehmen, aber das werdet ihr alles selber austesten. Fangen wir mit den klassischen Taschenrechnerfunktionen an. Ihr könnt hier, wie beim Taschenrechner, Rechnungen eingeben. 3 plus 4 und GeoGebra gibt sofort eine Lösung aus. Dazu hat GeoGebra die Eingabe ein bisschen verändert und selber eine Variable spendiert namens a. Das bedeutet, das Ergebnis ist dann auch unter a gespeichert und man kann damit weiterrechnen, also 2 mal a. Und dann hat er entsprechend automatisch unter b die 14 abgespeichert. Die klassischen Grundrechenarten funktionieren alle ganz einfach, wobei Punkt-vor-Strich-Rechnung auch entsprechend berücksichtigt wird. Für das Geteiltzeichen benutzen wir den Schrägstrich. GeoGebra ersetzt das dann automatisch durch einen Bruch. Und hier sehen wir die einzige Besonderheit, auf die man achten muss. GeoGebra trennt Vor- und Nachkommastellen nicht durch das Komma, sondern durch einen Punkt. Und darauf muss man auch bei der Eingabe sehr achten, sonst kriegt man unerwartete Fehlermeldungen. Das heißt also, ich sollte bei der Eingabe darauf achten, dass ich mit einem Punkt arbeite. Aber natürlich kann ich mit GeoGebra nicht nur Grundrechenarten bearbeiten. Ein sehr beliebter Befehl ist der Befehl löse. Der klingt ja schon mal richtig gut. Und jetzt gebe ich mal eine Gleichung ein. Sagen wir mal eine quadratische x² plus 2x minus 4 gleich 5. Jetzt passt die Lösung gerade nicht ganz rein, aber man kann den Rand hier auch verschieben. So. Und GeoGebra gibt gleich die Lösungsmenge aus. Und zwar mit exakten Werten. Also minus Wurzel 10 minus 1 und Wurzel 10 minus 1. Wer lieber die Kommazahlen sehen möchte, der kann hier auf das Ungefähr gleich klicken und sieht dann die angenäherten Lösungen. Dass GeoGebra gerade eine Wurzel als Ausgabe hatte, erinnert mich daran. Ich muss euch noch erklären, wie man eine Wurzel eingibt. Da tippt man SQRT, das steckt für das englische Square Root, Quadratwurzel. Und wenn ich jetzt einmal Leertaste drücke, habe ich sofort das Wurzelzeichen und kann damit weiterrechnen. GeoGebra verfügt über eine unglaubliche Vielzahl an Befehlen. Man möge einfach mal auf Wiki GeoGebra.org gehen und sieht dort eine lange Liste an Möglichkeiten. Besonders nützlich finde ich zum Beispiel den Befehl vereinfache. Gebe jetzt einfach mal einen Term ein, x² plus 4x minus 2x² minus 5x und erfasst den Term so zusammen, wie man das in der Schule lernt. Auch das Zerlegen in einzelnen Faktoren klappt ganz prima. Das geht mit dem Befehl faktorisiere. Faktorisiere, sagen wir mal x² minus 5x plus 6. Die Umkehrung dieses Befehles ist multipliziere. Da muss ich eine große Klammer drum setzen. So, x minus 3 mal x minus 2. Wie gesagt, wenn ihr andere Probleme habt, müsst ihr in der Liste suchen, was es geht. Also Primfaktorzerlegung, es ist alles möglich. Primfaktoren der Zahl 10 oder so weiter sind 2 und 5. Oder Primfaktoren der Zahl 300. Zeigt ihr mir dann gleich als eine Liste an. Und wenn ich hier irgendwelche Terme eingegeben habe, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, hat er die als Funktionsterme interpretiert, gleich eine Funktion rausgemacht und auch den Graphen dazu gezeichnet. Und das führt mich dann zum nächsten Kapitel. Ich mache dazu mal eine neue Datei bei GeoGebra auf. Die alte brauche ich nicht, nicht speichern. Und gebe jetzt mal eine Funktion ein, die ich auch wirklich untersuchen möchte. Sagen wir mal 0,5x². Wie gesagt, 0,5x². Da ist der Graph sofort und ich kann ihn meinen Wünschen anpassen. Ich kann ihn hier einmal markieren, einschalten, kann auch hier das Eigenschaftsfenster öffnen, kann ich die Farbe anpassen, die ich gerne hätte, kann die Liniendicke anpassen, ob der Graph gestrichelt sein soll oder nicht und ähnliches. Na, das Gestrichelte gefällt mir jetzt aber gerade nicht. So, dann kann ich sehr leicht das Koordinatensystem verschieben, einfach Mausklicken, festhalten und schiebe das Koordinatensystem dorthin, wo ich es gerne haben möchte. Ich kann mit Plus und Minus hier die Größe verändern. Das gleiche geht aber auch mit dem Mausrad oder mit den üblichen Touchscreen-Befehlen.
Etwas weniger bekannt ist, wie ich vorgehen muss, wenn ich nur eine Achse verändern möchte. Ich gehe mit dem Mauszeiger auf die Achse, tippe die Shift-Taste, also die für die Großbuchstaben, und jetzt bewege ich die Maus in diesem Fall nach oben oder unten und passe auf diese Weise die eine Achse an. Das gleiche geht mit der anderen Achse auch. Die Skalierung wird automatisch angepasst, wie ihr seht. Auch da kann man natürlich Einfluss drauf nehmen. Ich gehe dazu auf eine leere Stelle in dem Koordinatensystem, tippe die rechte Maustaste und kann dann hier unter Grafikeinstellung eine ganze Menge verändern. Ich kann die Achsen in der Farbe, in der Linienart verändern. Ich kann die Achsenbeschriftung ändern, wenn ich jetzt eine Funktion in Abhängigkeit der Zeit zum Beispiel habe. Jetzt möchte ich gerne hier, was weiß ich, Temperatur oder sowas haben. Schon hat er die Achsenbeschriftung angepasst. Eigenschaftsfenster mache ich wieder klein. Wenn ich die Beschriftung F hier nicht sehen möchte, kann ich entweder auf den Graphen klicken mit der rechten Maustaste und kann hier die Beschriftung abschalten. Oder hier geht es natürlich auch. Rechte Maustaste, kann ich die Beschriftung wieder einschalten. So, jetzt habe ich nochmal das Koordinatensystem wüst verstellt, um euch auch noch zu zeigen. Hier gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, X-Achse im Verhältnis zur Y-Achse auf 1 zu 1 zu stellen. Dann sind sie wieder in gleicher Weise skaliert. Natürlich kann ich die Graphen nicht nur zeichnen, sondern ich kann damit auch Berechnung machen. Ich verändere mal die Funktionsterme ein bisschen, mache mal 0,5x² minus 2. So kann ich zum Beispiel die Nullstellen berechnen. Der Befehl heißt auch prompt Nullstellen. Möchte er Funktionen haben und eventuell den Suchbereich bei einfachen Funktionen, verzichtet er auch auf den Suchbereich bei komplizierteren WLAN haben. Hier habe ich jetzt nur die Funktion eingeben müssen und ich kriege die beiden Nullstellen A und B. Hochpunkte, Tiefpunkte kriegt man mit Maximum und Minimum, also hier Minimum der Funktion f. Und ihr habt gesehen, er möchte gerne das Ganze auf ein Intervall eingeschränkt haben im Bereich zwischen minus 3 und 3. Und jetzt seht ihr, wo das Komma nötig ist, nämlich hier, um Funktion und Parameter zu trennen. In diesem Fall die Funktion und den Suchbereich. Und ich kriege den Punkt 0 minus 2 und da ist das Komma zum zweiten Mal, wenn ich einen Punkt eingeben möchte. Da kommt dann das Komma rein. Das heißt also zum Beispiel der Punkt 3, 0, tippe ich einfach so. Er zeichnet diesen Punkt ein. X-Koordinate ist 3, Y-Koordinate ist 0. Ebenfalls sehr einfach geht die Schnittpunktberechnung. Ich gebe meine zweite Funktion ein, gleich minus 0.2 mal x plus 1, die jetzt dummerweise in der gleichen Farbe malt, aber das kann ich ja schnell ändern. Und möchte gerne die Schnittpunkte davon haben. Der Befehl heißt schneide. F und G. Und bekomme die beiden Schnittpunkte angezeigt, eingezeichnet, alles. Etwas schwieriger ist es, eine Wertetabelle zu erhalten. Dafür hat GeoGebra keine Standardfunktion. Das muss ich dann folgendermaßen machen. Ich gehe hier auf Ansicht, schalte die Tabellenansicht ein und habe nochmal so eine kleine Tabelle. Kann hier meine x-Werte eingeben, minus 2, minus 1. Und genauso wie bei den Tabellenkalkulationen hat auch GeoGebra hier unten ein kleines Kästchen zum automatischen Ausfüllen. Das heißt, glaube ich, auch Ausfüllkästchen. Und wenn ich das hier anklicke und nach unten ziehe, wird die Reihe so fortgesetzt, wie sie begonnen worden ist. Im Feld B1 möchte ich jetzt den zu geringen Funktionswert haben und tippe dort einen gleich Funktionswert von A1. Auch hier kann ich dann mit dem Ausfüllkästchen die Wertetabelle vervollständigen. So, ich mache das Ganze mal wieder ein bisschen übersichtlicher, schalte erstmal die Tabelle wieder aus und möchte jetzt auch eine ganze Menge Zeug nicht sehen. Die Funktion G von X interessiert mich nicht, die Schnittpunkte möchte ich auch nicht sehen, die Punkte D und E auch nicht. Da gibt es natürlich auch solche Sachen wie Ableitung und Integrale. Zumindest wenn man in der Oberstufe ist, kennt man das. Auch das geht mit erratbaren Befehlen. Ableitung von f. Gut, die ist natürlich jetzt hier sehr einfach. Wenn es 0,5x² minus 2 ist, ist die Ableitung schlicht und ergreifend einfach nur x. Ich kann ja mal die Funktion ein bisschen ändern auf 0,6x² minus 2. Und die Ableitung wird gleich angepasst auf 1,2 mal x. Wenn ich ein Integral haben möchte, dann gebe ich die Funktion s ein und würde jetzt die Stammfunktion bekommen. Oder ich gebe die Funktion ein und die beiden Integralgrenzen von 0 bis 2 und kriege entsprechend den orientierten Flächeninhalt ausgegeben und auch eingezeichnet. Kann das natürlich farblich wieder anpassen, wie ich gerne möchte. Besonders schön ist die Untersuchung des Einflusses von Parametern auf die Funktion. Ich mache nochmal ein neues Blatt auf. Und gebe mal hier als neue Funktionsgleichung die klassische Geradengleichung ein, aber mit den Parametern m und b, also m mal x plus b. GeoGebra hat im ersten Schritt automatisch für m und für b die Zahlenwerte 1 eingesetzt und gleichzeitig hier Schieberegler erzeugt. Und mit diesen Schiebereglern kann ich die Parameter verändern und kann den Einfluss auf den Funktionsgraphen direkt beobachten. Das kann ich von Hand machen, wie gerade gezeigt, oder ich kann es auch automatisch laufen lassen, wie hier dargestellt.
Auch sonst geht, wenn ich einen Schieberegler brauche, muss ich einfach nur eine Variable eintippen, die noch nicht vergeben ist, hier zum Beispiel das A, Enter und GeoGebra erzeugt mir automatisch einen Schieberegler, wo ich den Wert mit verändern kann. Was natürlich hier noch keinen Einfluss hat, weil A nirgendwo vorkommt. Die Grenzen, in denen man A verschieben kann, kann man auch verändern, indem man einfach mal eine der Grenzen anklickt und dann wird sofort angeboten. Mach's mal ein bisschen breiter, nochmal. Untergrenze kann ich auf 0 setzen. Obergrenze kann ich auf 10 setzen. Ich kann auch eine Schrittweite von 1 zum Beispiel setzen. Dann kann A nur ganzzahlige Werte zwischen 1 und 10 annehmen. Und entsprechend kann A einen Einfluss auf irgendeinen Funktionsgraphen haben. Statt nur eines Funktionsgraphen kann ich auch gleich eine ganze Schar erzeugen. Das geht dann folgendermaßen. Ich tippe das Wort Folge ein. Dann mein Funktionsterm, das ist x² plus ax plus a. Die Laufvariable ist a. Startwert ist minus 2, Endwert ist 4, Schrittweite ist 1. Der einzige Haken dabei ist der, alle Graphen haben die gleiche Farbe. Und das zu ändern ist nicht ganz einfach. Das geht dann über die ersten Schritte mit GeoGebra hinaus und lasse ich mal hier aus. Mit GeoGebra kann man auch prima Regressionen durchführen. Dazu muss man erst einfach die Punkte eingeben. Ich fange jetzt einfach mal an bei 0,3. Und denke mir ein paar andere Punkte noch dazu aus. GeoGebra gibt automatisch Namen für die Punkte, die ich aber nicht unbedingt anzeigen lassen möchte. Deswegen markiere ich den letzten, tippe dann die Shift-Taste und drücke den ersten. Dann habe ich den ganzen Block markiert. Rechte Maustaste, Beschriftung anzeigen weg. Jetzt habe ich nur noch die Punkte dargestellt. Bevor ich eine Regression mache, muss ich diese Punkte in eine Liste zusammenfassen. Dann nehme ich die Liste L1, großes L. Jetzt tippe ich Shift und Minus. Die 1 habe ich dann so als kleinen Index und er erkennt das als Liste an. Gleich, Mengenklammer auf, die Liste mit den Punkten A, B, C, D, E und F. Und kann dann dazu eine entsprechende Regression durchführen. Hier sieht es etwa nach einer exponentiellen Abnahme aus. Regressionen laufen mit dem Begriff Trend und dann sieht man hier auch schon eine lange Liste an Befehlen, die er anbietet. In diesem Fall ist es eine wahrscheinlich exponentielle Abnahme von der Liste L1. Er macht entsprechend die Funktion f von x raus und das sieht doch eigentlich gar nicht schlecht aus. Auch mit größeren Punktmengen kommt GeoGebra klar, allerdings ist dann eine Eingabe von Hand natürlich ziemlich sinnfrei. Wir gehen stattdessen in die Tabelle, Ansicht, Tabelle und kopieren den Datensatz aus einem anderen Programm hier hinein. Ich habe den schon gerade in die Zwischenablage kopiert und jetzt Steuerung V für einfügen. Da ist er. Mach mal die Spalten etwas breiter, dass man alles gut sehen kann. Und jetzt läuft das Spiel folgendermaßen. Ich markiere alles, klicke mit der rechten Maustaste und gehe auf den Befehl Erzeuge Liste von Punkten. Und schon habe ich eine Liste aus Punkten, wobei alle Werte in der Spalte A als x-Koordinate und alle Werte in der Spalte B als y-Koordinate interpretiert werden. Dann kann ich auch schon die Tabelle wieder ausschalten und mir die Lage der Punkte mal genauer ansehen. Das ist noch ein ziemliches Durcheinander, aber wenn ich die Achsen entsprechend anpasse, dann sieht man auch schnell, wie die Punkte liegen. Schon besser. Natürlich ist das völliger Quatsch, dass man alle Punktebezeichnungen sieht, deswegen schalte ich das mal ab, also klicke wieder den ersten an. Fahre nach unten, drücke die Shift-Taste, klicke den letzten an. Rechte Maustaste, Beschriftung anzeigen weg. Und schon sieht es schöner aus. Machen wir es noch ein bisschen bunt. Blaue Punkte. So, der Rest läuft wie vorher auch. Hier erkenne ich schon, das wird eine Sinusfunktion sein. Und deswegen gebe ich hier einfach mal einen Trend. Sinn von L1. Und siehe da, auch das ist eine gut gelungene Regression. Natürlich muss ich hier noch eventuell die Achsenbezeichnung anpassen, aber das habe ich ja schon gezeigt, wie es funktioniert. Ein anderer, ebenfalls bärenstarker Bereich von GeoGebra ist die dynamische Geometrie. Hier haben wir hier links oben dieses Menü, wo die ganzen Befehle sind. Und wenn ich da mal reinklicke, dann sehe ich auch sofort, es gibt sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Die kann ich unmöglich alle zeigen, dann wird das Video mehrere Stunden lang, guckt sich da noch keiner an. Stattdessen zeige ich einfach mal ein paar Grundlagen und dann könnt ihr selber per Learning by Doing herausfinden, wie alles weitere funktioniert. Wie ihr bereits gemerkt habt, kann ich hier links etwa Punkte eingeben und sie erscheinen dann auch rechts im Koordinatensystem. Ich kann aber auch den Punkt direkt hier setzen, gehe hier auf Punkt, klicke hier und kann hier Punkte reinsetzen und er schreibt dann wiederum links die Punktkoordinaten hin. Die Punkte kann ich natürlich verschieben, muss vorher hier auf Bewege gehen. Oder mit Strecken verbinden, das wäre dann hier der zweite Reiter. Gerade Strecke, ich nehme mal Strecke als Beispiel. In diesem Fall schreibt er dann die Länge der Strecke hier links in das Menü.
Dynamischer ist die Software, weil ich eben die Punkte verändern kann und sich dann alles, was in der Konstruktion damit zusammenhängt, mitbewegt. Ich kann zum Beispiel hier etwa unter Punkt auch mal auswählen, Mittelpunkt, sagen wir mal zwischen C und D, habe ich jetzt dort den Punkt F. Der ist übrigens nicht blau, so wie die anderen, sondern schwarz, weil ich ihn selber nicht bewegen kann. Den kann ich nicht bewegen, weil er ja festgelegt ist als Mittelpunkt. Wenn ich ihn gegen C oder D bewege, bewegt sich F passend mit. Damit kann ich zum Beispiel sehr leicht eine Mittelsenkrechte konstruieren. Also ich mache nochmal hier die Strecke zwischen C und D. Und dann gibt es hier zum Beispiel im nächsten Menüpunkt senkrechte Geraden, Parallelgeraden. Hier wird sogar Mittelsenkrechte direkt angeboten. Aber senkrechte Gerade geht auch schon. Und GeoGebra schreibt dir dann auch unten hin, was es haben will, nämlich erst den Punkt und dann die dazu senkrechte Gerade. Also erst den Punkt F und dann die dazu senkrechte Gerade. Man kann Polygone erzeugen, Vielecke. Also zum Beispiel durch die Punkte D, E, F und A. Und wenn ich dann das Polygon schließen möchte, dann wieder zurück zu Punkt D. Und man sieht auch hier, wenn ich die Punkte bewege, dann ändert sich das Polygon entsprechend passend mit. Ich kann Kreise erzeugen, entweder mit einem festen Radius oder mit einem Mittelpunkt durch einen anderen Punkt. Sagen wir mal mit Mittelpunkt B und der Punkt E soll der andere Punkt auf der Kreislinie sein. Und wenn ich dann die Punkte bewege, verändert sich auch der Kreis passend mit. Sehr praktisch ist es auch, dass man Punkte auf Objekte festlegen kann. Das geht auch hier vorne. Punkt auf Objekt. Dann lege ich diesen Punkt hier auf die Kreislinie. Dann kann dieser Punkt das Objekt, also hier die Kreislinie, nicht verlassen. Das heißt, ich kann ihn hier so bewegen, aber nur entlang der Kreislinie. Und hier unten bietet er mir auch die Möglichkeit, das Ganze dynamisch selber darzustellen. Auch mit einfacher oder höherer Geschwindigkeit. Es gibt hier Abbildungsmöglichkeiten, zum Beispiel die Geradenspiegelung. Jetzt könnte ich zum Beispiel den Punkt G an der Geraden E spiegeln. Dann habe ich hier den Punkt G' und wenn dann G wieder auf der Kreislinie entlang läuft, dann läuft G' entsprechend auf der Spiegellinie auch mit. Das bietet natürlich grandiose Möglichkeiten zum Spielen und zum Aussehen. Mit wenigen Klicks kann man wirklich ganz viel erreichen. Ich kann die Geometrieobjekte entsprechend auch mit algebraischen Objekten kombinieren. Und ich will jetzt mal an einem Beispiel zeigen, wie das geht. Mein Beispiel, dazu mache ich mal jetzt diesen ganzen Quatsch hier weg. Und möchte jetzt ein Quadrat erzeugen. Den linken unteren Punkt lege ich willkürlich fest, also Punkt A. Und das Quadrat soll seine Seiten parallel zu den Koordinatenachsen haben. Und die Länge der Seiten möchte ich gerne hier per Schieberegler festlegen. Das kann ich als erstes machen. Wie schon bekannt, tippe ich einfach A und Enter, habe einen Schieberegler, der jetzt mal gehen soll von 0 bis 10. Was GeoGebra nicht anbietet, sind Strecken mit dieser vorgegebenen Länge, aber das kriege ich mit ein paar Tricks auch hin. Denn das ist ein Beispiel für das typische Ding mit GeoGebra. Ich erzeuge zuerst eine Parallele zu der X-Achse. Erst der Punkt, dann die Gerade. Dann das gleiche nochmal. Parallele, erst der Punkt, dann die Achse. Als zweites erzeuge ich einen Kreis um A mit einem festen Radius. Den Mittelpunkt will er zuerst haben. Jetzt kann ich den Radius eingeben. Aber statt eine feste Zahl kann ich hier auch sagen, der Radius soll A sein. Und schon habe ich den Kreisradius über diesen Schiebeparameter festgelegt. Die nächsten beiden Eckpunkte meines Quadrates sind die Schnittpunkte von Kreis und Gerade. Und genau diesen Befehl gibt es auch. Schneide. Und dann möchte er zwei Objekte haben, die geschnitten werden. Zum Beispiel diese Gerade und der Kreis. Und diese Gerade und der Kreis. Der Kreis und die Geraden sind zwar wichtig, um das Ganze zu konstruieren, aber ich möchte nicht, dass man die später noch sieht. Und man kann sie einfach unsichtbar machen. Rechte Maustaste, Objekt anzeigen, Häkchen entfernen. Dann sind die Objekte nicht mehr zu sehen, aber intern natürlich noch vorhanden. Damit habe ich auch schon drei Punkte meines Quadrates gefunden. Jetzt noch schnell den vierten. Das geht etwa über zwei Parallelen nochmal. Parallele durch C zur Y-Achse, Parallele durch E zur X-Achse, Schneide. Dann können die Linien unsichtbar werden. Und ich habe meine vier Punkte gefunden und kann das Quadrat entsprechend ziehen. Vielleicht stört mich noch, dass die Punkte jetzt nicht A, B, C, D sind, sondern A, C, F und E. Man kann es aber einfach umbenennen, rechte Maustaste anklicken. Das soll jetzt Punkt B sein. Den alten Punkt B hat er jetzt mit B1 bezeichnet. Und hier der Punkt C. Und dort der Punkt D. Und genau das ist eben die Konstruktion, die ich haben wollte. Ich kann die Größe des Quadrates mit dem Schieberegler verändern und kann das Quadrat verschieben, indem ich den Punkt A bewege. Die ganzen unsichtbaren Objekte sind hier links dann noch vorhanden. Ich kann sie auch so wieder sichtbar machen oder wieder unsichtbar machen. Das geht ganz einfach. Und damit verlassen wir die Ebene Geometrie.
Ich möchte zum Schluss noch ein paar Sachen für Schüler in der gymnasialen Oberstufe darstellen. Dazu gehen die räumliche Geometrie. Es geht hier über Ansicht wieder. Schalte die 3D-Grafik ein und die 2D-Grafik aus. Interessanterweise sind alle meine Objekte auch hier im Raum noch zu sehen. Ich kann das mit Anklick der Maus auch einfach drehen, wie ich es haben möchte. Es liegt halt in der Bodenebene. Ich möchte aber jetzt eine neue Konstruktion anfangen, deswegen lösche ich mal schnell die alte. So, wie gesagt, ich habe hier ein räumliches Koordinatensystem und jetzt kann ich mal ein paar Punkte eingeben. Ich nehme mal den Punkt 1, 2, 3. Man muss natürlich jetzt drei Koordinaten haben. Und gebe einfach mal für die anderen Punkte alle Permutationen, alle Vertauschungen dieser drei Koordinaten ein, die mir einfallen. Das wäre dann 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 und 3, 2, 1. Und wenn man sich das Ganze jetzt anguckt, ich scroll mal mit dem Mausrad ein bisschen rein, stellt man fest, die Punkte liegen auf einem regelmäßigen Sechseck im Raum. Auch hier gibt es eine grandiose Anzahl an Menüpunkten. Da muss sich jeder mal selber durchfuchsen. Ich erzeuge jetzt hier bloß einfach mal nochmal ein Viereck, das im Raum liegt, indem ich hier von einem Punkt zum nächsten wandere. Auch hier gibt es natürlich die Möglichkeiten, Farben zu ändern, ganz wie man es gerne hätte. Und eben, das aus jeder Perspektive im Raum anzugucken. Wenn ich die Maus bewege und dabei die Maustaste loslasse, dann erzeuge ich sogar eine automatische Drehung im Raum. Das soll als Spielerei zur analytischen Geometrie reichen. Ich verlasse mal wieder den räumlichen Bereich und gehe zurück in den zweidimensionalen. Wenn man analytische Geometrie betreibt, muss man sehr oft lineare Gleichungssysteme lösen. Und das Ganze geht üblicherweise, indem man das Gleichungssystem in eine Matrix übersetzt und dann die Row-Reduced Echelon-Form, die reduzierte Zeilenstufenform der Matrix erzeugt. Das geht mit GeoGebra folgendermaßen. Ich gebe zuerst die Matrix ein, nenne sie mal A. Und ich mache jetzt mal einfach eine 3x3-Matrix. Mengenklammer auf, noch eine Mengenklammer auf, da kommt die erste Zeile rein, 1, 2, 3, zweite Zeile, 4, 5, 6 und dritte Zeile, 7, 8, 9. Enter gedrückt und schon hat GeoGebra automatisch eine Matrix daraus gemacht. Jetzt möchte ich die reduzierte Form erzeugen. Der Taschenrechnerbefehl ist ja üblicherweise REF. Bei GeoGebra heißt der Befehl Treppennormalform, aber keine Angst, man muss nicht das ganze Wort eintippen. Wenn man Trepp getippt hat, dann ist es auch der einzige Befehl, der noch überbleibt. Ich klicke das einmal an und mache aus Matrix die Matrix A, tippe Enter und habe in meine Lösungsmatrix, die ich wieder interpretieren kann. Auch zur Stochastik in der Oberstufe hat GeoGebra natürlich unendlich viele Befehle. Ich will bloß mal einen kleinen zeigen. Man beschäftigt sich dort oft mit Binomialverteilung. Und sagen wir mal, ich will die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass man bei 6 mal Würfeln genau eine 6 hat. Das wäre eine binomial verteilte Größe. Anzahl der Versuche ist das erste, 6 Versuche, Erfolgswahrscheinlichkeit in jedem Versuch ist ein Sechstel. Anzahl der Erfolge soll sein 1 und jetzt kommt noch was Interessantes, jetzt muss ich false tippen. Das heißt nicht, dass das Ergebnis falsch ist, sondern das ist eine boolesche Variable, also eine Variable, die nur den Wert wahr oder falsch kennt und womit abgefragt wird, ob es eine kumulierte Verteilung sein soll oder nicht. Und hier soll es keine kumulierte Verteilung sein, denn ich will ja nur die Wahrscheinlichkeit haben, dass genau einmal die 6 kommt. Setze ich diese Variable auf den Wert wahr, dann kriege ich die Wahrscheinlichkeit heraus, dass höchstens eine 6 ist. Das heißt also in diesem Fall keine 6 oder eine 6. Da müsste ein etwas größerer Wert bei rauskommen. Ich probiere es schnell aus. Das ist richtig. Genau eine 6 ist die Wahrscheinlichkeit 40,2%, höchstens eine 6 73,7%. Und wenn ich weniger eingebe, kriege ich manchmal sogar mehr. Wenn ich bloß binomial eingebe und dann die Anzahl der Versuche, 6 mal würfeln, Erfolgswahrscheinlichkeit ein Sechstel und ich tippe Enter, dann erzeugt er mir automatisch hier ein Histogramm im Koordinatensystem mit der kompletten Wahrscheinlichkeitsverteilung. Aber inzwischen, denke ich, haben wir auch den Bereich der ersten Schritte mit GeoGebra verlassen. Ihr habt jetzt wirklich schon eine Menge gelernt, was damit geht. Den Rest kriegt ihr auch per Learning by Doing raus. Und damit wisst ihr jetzt auch genug von GeoGebra, um das Programm in vielen Situationen gewinnbringend anwenden zu können. Das heißt, an dieser Stelle verabschiede ich mich aus dem Einstiegsvideo. Und wünsche euch viel Erfolg dabei. Ciao.